Von der Zaubernuss oder Hamamelis gibt es auf der Welt 5 Arten. 3 kommen aus Nordamerika und 2 aus dem östlichen Asien. Zusätzlich existieren natürlich noch eine ganze Reihe von Züchtungen. Das Besondere an diesen Sträuchern ist, dass sie im Winter blühen, außer der virginischen Zaubernuss, die blüht bereits im Herbst. Viele der Zaubernussblüten verströmen einen angenehmen Geruch. Die virginische Zaubernuss, die aus Nordamerika stammt, ist dort eine wichtige Heilpflanze. Man nutzt sie unter anderem bei Durchfallerkrankungen, bei Entzündungen der Haut und der Schleimhäute.